vorgestellt die zweite von Meeple Station. Singleplayer wählen wir aus. Und dann New Game, Classic. Und dann können wir hier auswählen, wie schwierig das sein soll. Dabei ist es so, dass man Geld bzw. Rohstoffe bekommt, um die Station vorwegzubauen. Und dann entscheidet man halt, wie groß sie wird etc. Und wir fangen mal mit Challenging an. Challenging an. So. Das ist jetzt das Setup für die Station. Und wenn wir fertig sind, wir bauen eine Station, dann geht's weiter. Hier ist kurze Info, was wir brauchen. Ja, dann legen wir mal los, zoomen wir mal ein bisschen rein und gucken, was wir unserer Station als erstes mal so ein bisschen geben. Also das ist ja die Halterung für die Solarpanels. Die sind ja so schon mal fest. Machen wir mal 3 Kabel runter. Und dann sollte es eigentlich soweit gut sein. Dann brauchen wir hier eine Zelle. Ja. Da kommt der Strom rein und brauchen wir erstmal die Grundversorgung. Der Life Support kommt hier hin und die Batterie kommt dahin. Gut. Damit haben wir aber noch nicht den Raum gebaut, soweit, dass wir hoch oder runter kommen. Das machen wir mal hier. Gehen dann eine Etage höher oder tiefer. Ich glaube, wir gehen mal höher. Und bauen da ein Stück weiter. Da wählen wir dann dieses hier so aus, oder? Ja, machen wir mal so und hier 2 Felder weiter. Und dann machen wir da mal 3. Dann gibt es da die Schleuse. Und dann die Außentür. Und dazwischen bauen wir noch den Suit Rack. So, und dann brauchen wir noch was zu essen. So. Da fehlt uns schon was. Alles klar. Also das können wir schon mal nicht bauen. Das ist nicht gut. Dann machen wir nochmal den Suit Rack weg. Da ist er. Kriegen wir wieder was wieder. Die Schleuse kommt auch da weg. Und dann der Raum weg. Also immer wieder das aussuchen, was man abbauen will. Dann geht's weg. So. Jetzt haben wir aber trotzdem noch Malus, um unseren Fischtank zu bauen, ne? Das ist nicht gut. Also es sind auch ein paar Teile mehr, wie ihr seht, die man hier schon auswählen kann. Und wir müssen wahrscheinlich ein Solarpanel weniger haben, so sieht's aus. So, tiefer. So, dann funktioniert das auch gleich mit dem Rack für die Fische zum Essen. Gut, rotate. So, jetzt geht das auch. Und jetzt können wir dann doch vielleicht hier einen weiterbauen. Die Schleuse. Und den Schrank, den bauen wir da auch noch hin. So.
Und dafür haben wir jetzt nicht genug Material. Das bedeutet, es muss noch ein Solarpanel weg. Ja. Dann können wir hier auch noch die Kabel wegmachen. Damit wir die Rohstoffe wenigstens wieder kriegen. So. Weil das U-Track, das brauchen wir ja schon mal, ne? Definitiv, sonst kommen wir nicht raus. Okay. Soweit ist gut, würde ich sagen. Ja, dann bedeutet das jetzt, dass wir noch einen Meeple einstellen müssen. Das ist die Frage, wer hier welcher ist, ne? Kann man das sehen? Achso, müssen wir Rechtsklick machen, dann geht er auch weg. Ja, das ist jetzt hier die Frage, wer hier welcher ist, ne? Ich glaube, das ist ein Ingenieur, ne? Aber wir brauchen Miner vor allem auch, ne? Da weiß ich nicht, wer der Miner ist. Leider steht es hier nicht dran. Das steht hier nicht bei. Da weiß ich nicht, wer das ist. Das sieht nach einem Chemiker aus. Das ist der Initiator. Nicht Gen, wie hieß er? Komme ich jetzt nicht drauf. Das ist der Ingenieur. Jetzt ist die Frage. Einer ist der Refiner und einer ist der Miner. Ich glaube, das ist der Miner und den können wir uns nicht mehr leisten. Das ist schlecht. Das bedeutet, wir müssen noch was anderes bauen, was effektiver hier ist. Groß ist das hier nicht. Das Root-Rack woanders hin. Ja. Stellen wir mal hier hin. Geht nicht, weil Material fehlt. Erst abbauen, dann aufbauen. Das funktioniert schon mal. Schleuse entfernen wir jetzt. Dann entfernen wir ein Stück Raum. Und gucken, dass die Schleuse dahin kommt. So, können wir jetzt noch Meeple einstellen? Nein. Da fehlt uns richtig Kohle noch. 100 haben wir nur noch. Tja, das bedeutet, wir nehmen mal den Miner rein. Bauen Materialien ab und hoffen, dass das nächste Schiff kommt. Das war dann definitiv das hinkriegen, dass wir abbauen mit dem Miner, dann Rohstoffe verkaufen und dadurch Geld erlangen und dann wiederum ein Dingens kriegen. Wie heißt es? Ein Ingenieur. Gut, schauen wir mal. So, das hat geklappt. Das ist zum Glück der Miner. Dem geht's gerade gut. Wir haben Essen. Und wir müssen jetzt hier irgendwas besorgen. Ja, machen wir das erstmal hier, ne? Und das Spiel muss natürlich laufen, damit das klappt. So, wollen wir gucken. Ja, er läuft schon los. Passt also. Er hat einen Anzug angezogen. Und geht nicht raus, oder wie sehe ich das? Top Task, kein Find Airlock.
Da ist das Airlock. Ach, er kann nur da raus, wenn das Airlock nicht aktiv ist. Na, jetzt müsste es klappen. Geht er raus oder geht er nicht raus? Ist das hier abgebrochen? Nein. Ich glaube, jetzt kann das aber, ne? Ja. Jetzt macht das. Drop Task, ne? Das kann weg. Er arbeitet erstmal. Das sammeln wir jetzt ein. Dann müssen wir gucken, dass ein Schiff vorbeikommt. Wie sieht denn das hier drin aus? Sauerstoff 100% und Strom. Voll. Gut, okay. Er ist kräftig am Arbeiten. Macht auch die roten. So. Da war noch einer, ne? Dann müssen wir das jetzt erst stoppen hier. Und neu auswählen. Weil er sonst nicht kann. Auch schön, ne? So, 72 Klamotten sind schon da. Die Frage, ob da ein Schiff kommt oder nicht, ne? Er fährt jetzt zurück, weil er wahrscheinlich Hunger hat oder irgendwie sowas. So, die Dingens können wir hier angucken. Noch ist er zufrieden. Er hat keinen Platz zum Essen. Jetzt die Frage. Wann kommt ein Schiff? 91 Sachen sind das jetzt hier, okay. So, gucken wir mal, dass wir ein Schiff kriegen. Muss nur aufpassen, dass er wieder rein kann, ne? So, das kann alles abgebaut werden. Okay. Und da kommt ein Schiff, das ist gut. Okay. Jetzt ist doch tatsächlich schon so ein Dingens gekommen hier. Muss man den nicht kaufen? Müssen wir auf jeden Fall was verkaufen. Ist das mehr geworden? Ich glaube, es ist mehr geworden, ne? Der Händler kriegt das erstmal. Jetzt müssen wir einen zweiten mit durchbringen, oder wie ist das? Das ist ja auch nicht gut, ne? Ein Engineer 600, okay, das heißt, wir müssen alles verkaufen, bestimmt. Und noch viel mehr. Kriegen wir gar nicht hin, wahrscheinlich. Doch, kriegen wir hin. Jetzt haben wir den Engineer. Der kann bauen, aber ist das das Richtige, dass wir einen Engineer haben?
Ja, wir brauchen Betten und sowas, ne? Räumlichkeiten. Jetzt haben wir noch ein bisschen was über. Was brauchen wir denn zum Betten bauen? Weiß ich auch nicht mehr. Glaube, diese Teile hier. Ja. Aber eigentlich müssten wir gucken, dass wir einen Refiner schnellstens kriegen, ne? Gucken wir gerade hier rein. Hölle kostet das. Da können wir nur noch eine bauen dann. Das ist nicht viel, ne? Da brauchen wir wenigstens drei, um Tisch und Stühle hinzubauen. Oder zwei. Also brauchen wir 10 Platten. Und dann hier brauchen wir nochmal 10, 30. 30 davon. Also wir brauchen hier 10 von. Die Station so weit auszubauen. Und das geht gar nicht. Ja. Kostet uns denn ein Bett? Das kostet 10 von den Grünen. Und 5 hiervon, ne? Das würde schon mal gehen. Dann kriegen wir wenigstens ein Bett hin. Das ist schon mal etwas. Gut. Dann lassen wir das erst so. Steigen da raus. Spiel geht weiter. Und dann bauen wir eine Kammer, wo man dann schlafen kann. So. Sollte erstmal funktionieren, ne? Ach so, ja, jetzt müssen wir hier noch das T setzen, ne? Gut. Ist die Frage, ob er jetzt die Kammer baut. Can't find airlock, ist klar. Er ist der Beste, ne? Ja, warten wir mal. Das ist Schiff verbaut. Wohl. Das machen wir mal weg. Und dann mach's nochmal hin. Dann müsste es klappen, oder? Jetzt macht das, glaube. Ja. Jetzt kommt er da beim Airlock raus. So, jetzt baut er das. Und dann gucken wir, dass wir das Bett da noch hinkriegen. Rotate. Weiß aber nicht, ob er da hin kann. Das ist die Frage, ne? Aber ich glaube schon. Ah, strecke ich die Station auch. Bett macht er. Ist die Frage, ob sie schlafen gehen, ne? No place to sit and eat. Ah, jetzt fährt er natürlich. Wollte gerade noch was verkaufen, weil wir gerade noch was hatten, ne? So, warte mal, wir können aber noch ein Dingens bauen, oder? Geht das? Glaub schon, oder? Das jetzt die ideale Stelle war mit den Solarzellen darunter, ist eine andere Frage, ne? Ja, was hat sich nach dem letzten Update hier, hat sich der Forschungsbau ein bisschen geändert, wie man sieht? Ich weiß jetzt nicht. Damals waren da gar keine Symbole, glaube, da ist schon ein bisschen was beigekommen. Es ist zwar so nix, aber es sind so ein paar Sachen. Labor halt. Hier der Transformator. Paar Pflanzen kann man dann machen. Hier der Schildgenerator. Sah damals mal nicht anders aus. Das hat sich ein bisschen geändert, ne? No place to sit and eat. Genau. So, jetzt müssen wir nur gucken. Was baut denn der da? Hab ich da was angeklickt? Ich glaube nicht, oder?
Hä? Was macht der da? Da habe ich doch nichts gesagt, oder? Schlafen können sie da schon mal gut. Der hat die Schleuse weggebaut. Das habe ich dem aber nicht gesagt. Ist das ein Bug? Oder was ist da passiert? Das war's dann. Jetzt haben wir keinen Strom mehr. Ja, das hat sich erledigt, ne? Wenn man dieses Ding hier nicht jetzt uns das Licht von der Solarzelle nimmt, das ist noch das Problem. Was macht der da unten runter? Ah, da gave ein Order, da hat er sich drüber gefreut. Und der erste ist schon tot. Okay, wie wir sehen, ist das Spiel nicht so einfach. Und wir haben jetzt keine Schleuse mehr, das heißt, wir haben ein ganz großes Problem. Ja. Gut. Das ist es wohl gewesen dann. Da brauchen wir gar nicht weiter gucken. Da wird der ein oder andere jetzt dann als nächstes sterben. Wer ist denn jetzt noch da? Oder der Chef oder was? Nee, der Dingens ist auch noch da, der Engineer, aber da können wir auch nichts mit anfangen. Der Miner fehlt, dann ist es das gewesen. Joa. Ach guck mal, der andere ist auch schon gestorben. Und dann können wir den auch entlassen, oder was? Gut. Also, so einfach ist das Spiel nicht. Man muss schon ein bisschen gucken, dass man alles hinkriegt. Was natürlich wichtig ist, dass man immer den Live-Support hat, ne? Und wie wir sehen, Betten sind wichtig, aber Essenstisch ist auch wichtig. Und man muss sofort expandieren in dem Sinne. Nur wie? Das ist die Frage. Das muss man dann austarieren. Okay, aber ich würde mal sagen, fürs zweite Vorstellen ist es fertig. Ihr habt wieder einen Eindruck mehr gekriegt, wie das Spiel funktioniert. Gucken, wann es das nächste gibt, ob ein Update mehr bringt, das man zeigen kann. Und sonst sehen wir uns in den anderen Projekten. Bis dann. Tschüss.